Das Fußballfieber packt durch die Europameisterschaft immer mehr Menschen. Passend dazu und als Auftakt matchten sich viele Mannschaften bei der OM in St. Valentin. Im Zuge des Paarfestes traten 40 Mannschaften bei einer ganz besonderen Fußballmeisterschaft gegeneinander an. Die Vorausscheidungsspiele der OM gingen bereits am Fronleichnamsnachmittag über den Rasen. Hinter dem klingenden Namen OM verbirgt sich das Ziel der Veranstaltung. Wir haben eigentlich jedes Jahr für die Orgel, lassen wir uns was einfallen. Irgendeiner hat die Idee gebracht und das haben wir versucht in die Tat umzusetzen. Nachdem es jetzt die EM gibt demnächst, haben wir die Fußball-OM bei uns in St. Valentin. Und zwar OM heißt, das ist die Orgelmeisterschaft, weil der Reingewinn unserer neuen Orgel zugute kommt. Und das war eigentlich das Ziel. Ja, ja, die Idee, wir haben es einmal vor circa 10 Jahren gespielt im Rahmen von der Stadtmeisterschaft und haben das gesehen und haben mir überlegt, ob das für das Pfarrfest auch was wäre. Und so ist das eigentlich entstanden. Wir waren uns jetzt erst nicht sicher, sollten wir es machen, sollten wir es nicht machen. Aber ich glaube, der Erfolg hat uns jetzt recht gegeben und wir sind recht froh, dass wir es so gemacht haben. Beim Kicken gibt es viele Regeln. Da aber schon die Größe des Feldes einen wesentlichen Unterschied hat und auch die Tatsache besteht, dass sich die Spieler nicht so frei bewegen können, gibt es beim Wutzelturnier natürlich andere Regeln. Also die Regel ist eigentlich, es gibt fast keine Regel. Das heißt, wenn der Ball rauskommt, wird einer geschossen. Es gibt keinen Anstoß, es gibt keine Abseits, es gibt fast keine Fouls. Also es ist ziemlich ohne Regeln, aber die Spieler haben das super gelöst und waren auch das Fairplay ist im Vordergrund gestanden. 5 gegen 5. Das heißt 2 Stürmer, 2 in der Abwehr und einer im Tor. So die Aufstellung am Feld. Bei den beiden Stürmern sowie den Spielern in der Abwehr war Teamwork angesagt, da diese miteinander an einer Stange angebunden sind. Einige Teams legten sich Taktiken zurecht. Ja, man ist angebunden, man kann nicht wirklich aus, aber man glaubt, man rennt nicht viel, aber trotzdem ist es ziemlich anstrengend. Und wichtig ist, dass man hinten, sage ich, gut abblockt, da ein bisschen schaut, dass der Ball nicht durch kann. Und ja, so über das Bandespiel hat man halt auch immer ein bisschen die anderen austricksen können. Nein, ich glaube, wir haben jetzt alle ein bisschen mit ein paar Muskelzerrungen zum Kämpfen, weil wir sind halt nicht so gewohnt, immer mit dem rechten Fuß da voll auf den Ball drauf zu hauen. Es ist halt eine ungewohnte Bewegung, aber es hat uns auch nicht geschaut. Das Stadtoberhaupt fungierte als Fan und genoss die Atmosphäre, die einen kleinen Meisterschaftscharakter hatte. Wir haben sowas noch nie gehabt, also in St. Valentin, das ist erstmalig. Ich habe mir das persönlich nicht einmal vorstellen können, wie sowas überhaupt das abläuft. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Und ich war gestern als Nachmittag also da und jetzt eigentlich den ganzen Nachmittag. Also heute ist ein Spiel so besser als das andere. Und die Begeisterung, ich meine, das ist praktisch der richtige Vorgriff zur Europameisterschaft. Das haben wir heute erlebt. Der Spaß und dabei zu sein stand im Vordergrund. Deshalb verzeichnete dieses Turnier 40 Nennungen. Naja, es war eigentlich nicht schwer, weil von der Jugend aus hat uns wer gesagt, ja, wir sollen noch mitmachen. Und ich habe gedacht, okay, ja klar, da bin ich dabei, ich mache nichts, ob ich gewinne oder nicht. Ich bin dabei. Das gehört sich so, dass man die Jugend gescheit vertritt. Dass der Spaßfaktor hoch stand, zeigte sich beim Vergleich der spielerischen Beziehungen und dem Eheleben. Ich darf das nicht beim Fernsehen sagen. Ich habe gesagt, jetzt kann ich es jetzt verstehen, was es ist. Wenn man verheiratet ist, muss man auch nicht mitziehen. Aber mir ist egal gesagt worden, man wird auch mitgezogen und mitgetragen. Nein, aber das ist eigentlich, ist es sehr schnell, war eine Harmonie da. Und ich glaube, je besser das auch verstanden haben, dass wir dann gehen, umso stärker waren sie im Spiel. Ja. Eine Riesenstimmung verbreitete sich beim Finale. Die Fans peitschten die Kicker durch die Spielminuten. Und am Ende standen die Gewinner fest. Die katholische Jugendmannschaft 2 wird in Zukunft noch öfters kicken. Denn als Hauptgewinn, wie konnte es anders sein, bekamen sie einen Wutzeltisch überreicht. Alle Mannschaften wurden geehrt und bekamen Preise. Also der Gewinner ist doch nicht so wichtig. Es gibt einen nur Gewinner. Der Gewinner ist eigentlich unser Orgel und das ist das Schöne. Beim Pfarrfest bewiesen die St. Valentiner wieder einmal mehr, dass hier der Spaß und vor allem das Miteinander im Vordergrund stehen.